jemanden in der Toilette abzustechen. Echt verrückt. Ist ganz schön riskant gewesen. Hätte schließlich jederzeit einer reinkommen können. Mhm. Okay, letztes Mal war das Messer hier. Ich bin verwirrt. Da ist nichts drunter. Okay, surprise, surprise. Oder haben wir das... Vielleicht war es ein Racheakt. Oder ein Verrückter. Die gibt's in dieser Stadt echt überall. Als ich noch in der Bronze war, habe ich Typen gesehen, die dir wegen einem Paar Schuhe glatt den Bauch aufgeschlitzt hätten. Tyler, halt mal 2 Minuten lang die Klappe. Halt mal 2 Minuten die Klappe. Okay. Da wir mit ihr anscheinend das Messer nicht finden, switchen wir mal auf Tyler um. Gucken wir uns den Spiegel. Du siehst immer noch sexy. Okay. Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Okay, finden wir die Mordwaffe nicht mehr. Das ist ja witzig. Weißt du, ob die Familie Bescheid weiß? Glaub ich kaum. Ah, ja, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Okay, wir untersuchen den guten Mann mal. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Ah, da haben wir die Mordwaffe gefunden. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Okay. Yippie. Okay, wir könnten hier nur pissen. Jut. Carla. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Bei weitem. Okay. Ah, nee. Nicht fortgehen. Lassen wir auslaufen. Gut. Okay. Martin sagt, der Typ saß hier. Da gucken wir uns mal die Rechnung an. Seltsam, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Okay. Steak und Pommes hat er ja kaum angerührt. Ganz kurz eben. Gut, wir quatschen mal. Hey Garrett, Carla möchte, dass du 1-2 Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wach halten würde. Ach Mensch, Tyler, du bist ein Arsch. Dieser Typ ist der gestorbene Beweis dafür, dass Pinkeln gehen ungesund sein kann. Alter! Okay. Ah, wir können mit ihnen auch noch quatschen. Wissen wir irgendwas über das Opfer? Er hieß John Winston und arbeitet in einem kleinen Geschäft in der Nachbarschaft. Er lebt alleine in einer kleinen Wohnung. Ein ganz normaler Typ, sagt Kate. Alles klar. Also unser Balken fühlt sich immer, wenn wir was Gutes gemacht haben. Oder einen positiven Effekt hatten. Gut, ich gucke nochmal. Kann ich mit den Jungs hier nochmal quaken? Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Hey. Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen.
Okay, mit denen habe ich schon gequatscht jetzt. Dann reden wir nochmal mit dem netten Herrn Officer. Tasse Kaffee gefällig? Nein, danke, Martin. Jetzt nicht. Okay. So. Ups. Lassen wir auch im Auslaufen. Und dann quatschen wir mit der netten Dame hier. Mal schauen. Kate? Ich hoffe, das geht gut. Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Beschreiben. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hätte noch jemand reinkommen können? Nein, wohl kaum. Die Vordertür ist der einzige Eingang. Wäre noch jemand reingekommen, hätte ich ihn sehen müssen. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John einkam. Die Kopfbewegung immer. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Tatmotiv? Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihm jemand Böses wollen würde. Tatsache. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott. Mitfühlend. Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Entschuldigung. Sie. Aber Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben, denn ich sah ihn noch nicht mal weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John. Vor dem Mord? Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze zu erstellen? Zuerst sagt sie, ja, es ging alles so schnell. Ja. Ich würde das Gesicht alles tun, vergesse ich was nie. Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Okay. Dann stehen wir mal auf. Ich glaube, wir haben dann auch jetzt alles gefunden. nee, noch nicht. Der Kaffee? Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein.
So viel Koffein ist in Cola nur auch wieder nicht drin. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Okay. Und was wir auch noch machen können, ist einmal... Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüberliefen. Geht in Ordnung, Carla. Okay, so, jetzt sind wir neutral. Tyler, ich guck mal draußen. Und dann... Ah, hier, hier ist einmal ein Obdachloser und einmal eine Feuertonne, aber ich glaube, die Feuertonne können wir nicht ansehen. Ein vermeintlicher Obdachloser. Guten Abend. Oh, hallo Püppchen. Hallo Püppchen. Was kann ich für dich tun? Verdammt kalt, ne? Boah, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. willst du einen Schluck? Sie? Ich heiße Carla Valenti. Und Sie? Wie heißen Sie? Wer? Ich? Ja, wie heiße ich noch gleich? Ja? Habe ich vergessen. Mich ruft eh niemand mehr so. Bogart. Meine Freunde nennen mich Bogart. Weil ich diesem Schauspielertypen anscheinend so ähnlich sehe, ja. Humphrey Bogart. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Schade, da haben wir es ein bisschen versaut, wahrscheinlich. Aber er sagt eh, dass er nichts gesehen hat. Ah ja. Und? Die Tür können wir auch nochmal austesten. Die Tür geht nur von innen auf. Und das lässt uns auch nochmal angespannt sein. An die Steuerung muss man sich ein bisschen gewöhnen. Der Mörder ist verletzt. Gut, dann gehe ich hier mal wieder rein. Wir wollen die Dame ja nicht in der Kälte sitzen lassen. Oder stehen. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf Tyler. Hey Carla, ich guck mal, ob ich draußen vielleicht was finde. Okay, so. Jetzt können wir nochmal mit dem netten Herrn hier quatschen oder uns an die Feuertonne stellen. Irgendwo da. Und die Flossen wärmen. Und anschließend mit dem netten Herrn hier quatschen. Hey. Moin. Was willst du denn? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sag überhaupt nichts. Ich red nicht mit Bullen. Oh, ja, besten Dank für Ihre Hilfe. Woher weiß er, dass wir Polizist sind? Eichenartig. Und nochmal die Na, Tür. Super. Die Tür geht nicht von außen auf. Okay, erstmal voll gegen die Laterne. Bing. So. Und dann würde ich doch sagen. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Dann lass uns doch aufbrechen. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Bestätigt. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir es. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Bevor sie die Meinung ändert.
Gut, dann steigen wir doch mal in die Karre ein. Flupp. Einmal rein. Und sie steigt auch rein. Sergeant Miles. Oh, ey. Versehentlich gerade Musik angemacht. Ein Albtraum. Es war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht. Nö, nö, hast du nicht. So. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Genau. Oh, mein Schädel. Ich habe das Gefühl, als trampelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Gut, dann machen wir das doch erstmal. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Kriegen wir hin. So, jetzt machen wir noch eben das Bettchen. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Jetzt machen wir damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Genau. Die Laken wechsle ich später. Hallo? Lukas, schön, dich zu sprechen. Unser Bruder. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wiederzusehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Alles klärchen. So, wir können jetzt noch Anrufe abhören. Und die Erinnerungen kommen zurück. Die Sachen, die ich gestern anhatte, total blutverschmiert, die räume ich besser weg. Die räumen wir auch lieber mal weg. Da ist die Waschmaschine. Und die packen wir eben hier rein. Flups. So. Und dann bauen wir hier eben das Ding in auf. Und vereinzeln. Meine Arme sind blutverschmiert. Ich dusche zuerst, bevor ich einen Verband anlege. Okay. Jumpscare. Gut, dann gehen wir erstmal duschen. Die Dusche beruhigt uns hoffentlich auch wieder. Das wäre eine sehr schnelle Dusche. Flump. Und zack haben wir die Unterhose wieder an. So, Türchen auf. Und uns verbinden. So, Verbände drum. Tippitoppi. Jetzt sind wir wieder neutral. Und dann ziehen wir uns mal an. Denn wir hören schon im Hintergrund die Sirenen.
Bald kommt die Polizei. Zu uns. Wir ziehen uns an. Oh, der Pulli von letztes Mal. Okay. Jetzt können wir uns noch ein bisschen umgucken. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall.